Mein Name ist Divan, ich komme aus Syrien. Seit 5 Jahren bin ich hier in Deutschland und ich bin Musiker. Also mein Instrument heißt Saz und ich habe etwas gespielt. Mein Name ist Franziska Kremser-Klinkertz. Ich bin beim Diakonischen Werk Bonn und Region zuständig für das Projekt Vereint für Vielfalt. Mit diesem kleinen Film möchten wir Sie mitnehmen auf eine Tour durch Bonn und Umgebung. Und wir stellen Ihnen Menschen vor, die sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren. Im Vereinsleben gibt es schon lange gute Beispiele für gelungene Integration, ganz vorneweg in Sportvereinen. Der Stadtsportbund möchte gemeinsam mit dem Projekt Vereint durch Vielfalt unsere Gesellschaft fröhlicher, interessanter und für alle Menschen offener gestalten. Wir möchten, dass wir alle mehr Verständnis füreinander haben. Mitten in der Bonner Innenstadt besuchen wir ein Projekt der evangelischen Migrations- und Flüchtlingsarbeit. Ja, wir arbeiten hier in der evangelischen Migrations- und Flüchtlingsarbeit in einem Laptop-Spendenprojekt für Flüchtlinge. Der Zweck ist, benachteiligte Personen oder Familien mit digitalen Medien, sprich Laptops oder iPads auch, zu versorgen, damit die in der Corona-Zeit an dem digitalen Unterricht teilnehmen können. Was hältst du davon, wenn wir mal einen kleinen Text schreiben? Ja. Hier oben siehst du, wenn wie wir jetzt auch festgestellt haben, es sind sehr viele Schüler, die haben noch keinen Kontakt mit einem PC oder mit einem Laptop gehabt. Die wissen nicht, wie Groß- und Kleinschreibung funktioniert, die wissen nicht, wie sie damit ins Internet kommen. Und wenn du eine neue Zeile haben möchtest, dann drückst du dann dieses hier, die Taste. Dann rutscht der Cursor, hier ist der Link, ne, der rutscht dann eins tiefer. Und für das Internet müssen wir auf dieses Symbol, auf die Weltkugel klicken. Das heißt, du fährst mit der Maus dahin, genau, du auch. Und dann, das ist die linke Taste. Also ich finde es als sehr wichtig, gerade jetzt auch für junge Schüler, dass sie am digitalen Leben teilnehmen und auch an den Schulformen digital teilnehmen können und damit sie auch ihre Zukunft gestalten können. Integration und Inklusion zu ermöglichen, erfordert, soziale Grenzen zu überwinden. Daran arbeiten die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kirchengemeinden und Flüchtlingsinitiativen. Wir als Diakonisches Werk unterstützen sie dabei mit verschiedenen Angeboten, weil wir wissen, es geht am Ende auch um Arbeitsplatz, um Berufsausbildung, um Ehrenamt, um Teilhabe in der Gesellschaft insgesamt. Im Bonner Ortsteil Mehlinghofen ist die Kinderkleiderstube auf die Straße gezogen und wird zum Treffpunkt für die Nachbarschaft. Ja, die Kinderkleiderstube in Mehlinghofen hat sich zu dem entwickelt, was es jetzt ist, aus dem Nichts eigentlich. Wir haben 2017 im September von unserem Netzwerk Ökumenische Flüchtlingshilfe überlegt, hier in Mehlinghofen auch noch mal was zu machen, weil hier einfach sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund und auch Leute, die bedürftig sind, wohnen. Wir sind ja in unserem Netzwerk mit verschiedenen Kirchengemeinden zusammen, sodass wir im vorigen Jahr erstmal an drei Kirchen einen Basar gemacht haben, hier im Stadtbezirk Hartberg.
und zwei hier vor Ort, einfach weil es für uns auch praktisch ist. Ja, und die Menschen wohnen halt hier. Wir sind also wirklich hier auf der Straße dann verbunden. Sie kommen zu uns, wir kommen zu ihnen. Danke. Danke, sehr nett. In Swisttal unterstützen Ehrenamtliche geflüchtete Kinder und Familien dabei, hier ein neues Zuhause zu finden. In der Kinder-AG. Nutzen die dann auch schon den Billardtisch hier oder was machen die Kinder? Ja, meistens? Die Großen, ja. Wir haben ja Kinder von 2 bis mittlerweile 17. Ne? Für mich war es einfach eine Herzensangelegenheit, den Flüchtlingen und den besonders den Kindern zu helfen. Und die erste Zeit bin ich in die Flüchtlingsunterkunft, in die Schützenstraße gegangen und habe dann mit den Kindern draußen gemalt, gespielt und solche Dinge gemacht. Und im Herbst 2015 ist dann die Kinder-AG gegründet worden. Und seitdem sind wir hier in den Räumen der evangelischen Kirche, in den Jugendräumen. Und wir haben Spielenachmittage, jeden Mittwoch treffen wir uns, bis Corona kam. Also Schularbeiten, gespielt, wir haben Waldspaziergänge gemacht, Museumsbesuche, Phantasialand, also alles solche Dinge, die für die Kinder sehr wichtig sind, damit sie ihren Alltag ein bisschen vergessen und halt eben auch in Deutschland ankommen. Und auf der anderen Seite, ich bin selber geflüchtet von Ostdeutschland nach Westdeutschland, bin politisch sehr interessiert, bin auch sehr interessiert, dass wir dieses Vorhaben Integration auch schaffen, auch für unsere Enkel zum Beispiel. Also das ist für mich, so wie für Frau Schumann es eine Herzenssache ist, mit den Kindern umzugehen, so ist das für mich auch ganz wichtig vom politischen Interesse her. Also ich habe persönlich 4 Kinder und 7 Enkel. Also wir kennen das nicht anders, dass Kinder halt einfach auch mal einfach Kinder sind und mit allen Aspekten. Und mal haben sie Lust und mal keine Lust. Ich bin selber als Kind auch sehr häufig umgezogen. Also ich kann das auch verstehen, wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hat, in eine Gruppe reinzukommen. Die beiden möchten nicht erkannt werden, um ihre Familie in Afghanistan zu schützen. Also als wir hier waren, war es schwierig, weil wir die Sprache nicht konnten und niemanden kannten. Aber nach einer Zeit, so haben wir etwas mehr verstanden. Und dann haben wir auch Frau Schumann und alles kennengelernt. Und dann wurde es immer leichter und leichter. Ja, ich bin hier direkt in die erste Klasse gekommen. Nur für ein paar Monate und dann bin ich in die zweite gekommen, wo ich nicht wirklich gut Deutsch konnte. Aber dann habe ich schnell gelernt durch meine Lehrerin. Sie hat es mir sehr gut beigebracht und so. Und ja, war ich sehr schwer am Anfang, aber danach hat es sehr Spaß gemacht. Ich wünsche mir nur, dass es so weitergeht und wie ich die Schule schaffe, meine Eltern immer noch weiter jobben, also halt Job finden und alles. Und so, ja, genau das wünsche ich mir. In Zülpich wird es jetzt praktisch. Hier werden bei jedem Wetter Fahrräder repariert. Ja, wir reparieren hier Fahrräder. Und zwar für Leute mit kleinem Portemonnaie. Die Flüchtlinge, die hier vor 6 Jahren hier hingekommen sind, sind hier in beengten Verhältnissen untergebracht und haben ein Problem. Was mache ich mit der ganzen Zeit? Ja, und es gibt eben Leute, die Spaß am Basteln haben. Und dann haben die erstmal nur zugeguckt. Und dann, wenn ich dann den Eindruck habe, ja, die können auch was, dann frage ich, ob sie bleiben wollen. Ja. Ist das?
hier lief ja nicht nur Reparatur und Arbeit an Fahrrädern, sondern hier kamen die Flüchtlinge auch hin mit Briefen vom Amt, die sie nicht verstanden haben. Und ich bin in der Regel in der Lage zu sagen, du musst jetzt das und das machen. Mach schon mal vorne Luft ein bisschen rein. Es gibt viele Dinge, die am Fahrrad zu machen sind, die ich nicht beherrsche. Aber Suleiman, mein Mitarbeiter, das ist jemand, der hat einen super Blick für technische Probleme und Lösungen auch. Super, Ido, hat es geklappt? Sind dabei, arbeiten dran. Ja, sind dabei. In Rheinbach haben geflüchtete Frauen einen Verein gegründet. Ziel ist es, andere geflüchtete Menschen bei der Integration zu unterstützen. Ja, mein Name ist Nezaket Zeynali. Ursprünglich bin ich aus Aserbaidschan. Das ist mein vierte Jahr in Deutschland. Und es freut mich sehr, in Deutschland zu leben und meine Kinder hier zu erziehen. Ja. Mein Name ist Ruzan Daoud. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin hier seit 6 Jahren hier in Deutschland. Ich komme aus Syrien, aus dem Krieg. Ja, deswegen ich bin hier mit meinen Kindern. Ich bin Sumaya Al-Gadru. Ich komme aus Syrien. Ich bin 36 Jahre alt. Seit 4 Jahren bin ich hier in Deutschland. Ich wohne in Rheinbach. Ich lasse mein Heimatland, weil Krieg. Wir haben verschiedene Kulturen, Sprachen, aber was bringt uns zusammen? Unsere Werte, unsere Ideen, unsere Ziele. Das hat uns zusammengebracht und wir sind nicht nur drei, wir haben noch viele Frauen. Unsere Ziele, unsere Wünsche, hier ein neues Leben zu gestalten und kurz können wir sagen, gemeinsam das Leben schöner und sicherer zu machen. Ich engagiere mich bei Frauenfarm in viele Projekten. Durch diese Projekte unterstützen Frauen und Kinder und Familien. Wenn jeder spielt in eigenen Platz, das ist keine Integration und das ist unmöglich, die anderen zu verstehen, zusammenzukommen und eine multikulturelle, vielfältige Gesellschaft zu bauen. Also viele Flüchtlinge, sie konnten nicht Englisch sprechen oder Deutsch und sie sitzen so ganz, so man sagt, einfach, hilflos. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, ich kann diese Teile, ich kann die anderen Menschen auch helfen. Ja? In Syrien, wir haben auch ehrenamtlich gearbeitet. Ja? Also es ist einfach so, wenn man ehrenamtlich arbeitet, bringt viel Glück. Wir haben nicht ein Büro, leider, aber wir suchen immer. Wir hoffen, dass wir finden einen Platz, weil wir haben so viele Projekte, aber unser Problem ist der Platz. Im Bonner Ortsteil Friesdorf kochen Frauen aus Syrien und Albanien gemeinsam für die Nachbarschaft. Also den Mittwochsmittagstisch gibt es jetzt seit fast genau 3 Jahren. Es ist eine Initiative aufgreifend, Menschen, die hier leben, zu sehen, in diesem Falle Frauen. Was haben sie für Kompetenzen, für Fähigkeiten, für Interessen und wie können wir die hier so einbinden und zur Entfaltung bringen? Und das versuchen wir mit diesem Ansatz, Mittwochsmittagstisch. Ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich bin seit 6 Jahren hier in Deutschland. Viele arabische Frauen kochen immer gerne.
Ja, ich weiß nicht, ich koche, meine Mutter kocht auch sehr leckere Essen. Vielleicht das von meiner Mutter gelernt, ja. Ich bin vor 3 Jahren meiner Familie nach Bonn hinterhergezogen und brauchte dann natürlich irgendwie einen neuen bekannten Freundeskreis. Dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit den syrischen Frauen zu kochen, und da ich persönlich sehr gerne koche und auch gerne neue Leute kennenlerne, bin ich dann halt erstmal so probeweise gekommen und dann regelmäßig. Sie haben es ja vielleicht in der Küche gesehen, so wie sie sich in der Küche bewegen, wie sie arbeiten. Das ist geprägt von Erfahrung. Das ist nicht angelernt in der Lehre, sondern das bringen sie mit. Gutes Essen spricht sich rum. Und wir haben so mit 20 Essen angefangen. Jetzt sind wir so maximal bei 50 Essen, manchmal auch etwas darüber. Manche haben Familienessen abgeholt, dass für 5, 6 Leute das Essen abgeholt wurde, manchmal nur für eine Person, es kommen Alte, es kommen Junge. Es ist ein ganz diverses Publikum, was hierher kommt, und das macht es eigentlich auch so schön. Ja, ich glaube, das passt. Ich habe extra den großen Beutel mitgebracht. Die Leute spenden für das Essen. Es ist keine Preisliste oder so weiter. Wir verstehen uns als solidarische Nachbarschaftshilfe. Das ist schon fast eine Institution geworden. Wir sind schon ein bisschen mehr. Mit dem Projekt Verein Vervielfalt möchten wir den nächsten Schritt im Ankunftsprozess gehen. Wir möchten ein starkes Netzwerk von Vereinen und Initiativen hier in Bonn und der Umgebung schaffen, die sich ganz bewusst auch für die Integration von Menschen mit Fluchthintergrund engagieren. Denn wir sind auch überzeugt davon, dass das eine Bereicherung auf beiden Seiten darstellt. Und die Menschen, die zu uns gekommen sind und nach wie vor zu uns kommen, sie kommen mit Stärken, mit Talenten, mit Fähigkeiten, und genau da möchten wir sie abholen.